sich nochmal zum zweiten Schuss neu rein. Ja, komplett nicht raus, aber man hat so ein bisschen auch an der Schulter gesehen. Ja, gut, an der Schulter war das Gewicht auch noch. Genau gesehen, aber vielleicht auch mit dem Ellbogen leicht weggerutscht ist, weil die Matten auch ein bisschen satt sind durch die Luftfeuchtigkeit. Aber es war kein gutes Liegenschießen von Bö. War sensationell, das Schießen von Ponce Leroy beim Stehen. 25. Sensationell. Ja, müsste in Führung gehen. Aber das war jetzt eine Ansage. Ja. Aber läuft recht. Oh, das ist natürlich jetzt Zauberei gewesen für die schwedischen Fans. Ja, Dennis Bö hatte keinen richtig einfachen Sommer. Einmal ein Unfall auf der Laufmaschine. Und einmal wurde er von der Schlange gebissen bei Gartenarbeiten. Aber hat ihn nicht allzu sehr aus dem Takt gebracht. Jetzt Fokus auf Martin von Ponce-Leon. Da vorne kommt das Risiko. Ponce-Leon, hey, Schuss und Trick! Wow, wie schnell war das? 22,5. Ich nehme an, das ist klare Bestzeit. Die Schießzeiten hast du perfekt im Griff. Ja, wenn man wartet, ist noch nicht registriert, er ist so schnell gewesen. Jetzt senkt er sich dann noch, aber gibt es Bestzeit, Ponce-Leon? Ganz knapp gegen Strelo jetzt. Hey.